Und es kommt nochmal ein Fünfer erquicken. Nochmal ein Fünfer erquicken. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute werden wir mal ein paar Talente rollen. Und ja, ihr seht schon oben rechts, wir haben 19.000 Gems dafür und auch noch ein paar Rollkarten hier im Lagerhaus rumzufliegen. Und das werden wir heute auf jeden Fall alles ausgeben. Dazu haben wir auch noch ein paar Eventversuche bei Glücksei-Meister, glaube ich, heißt das. Auf jeden Fall können wir da nochmal ein paar Eier kaputt machen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an mit den ganzen Talenten. Vorher schauen wir uns vielleicht nochmal ganz kurz an, ja, es werden halt hier noch einige Talente gebraucht. Zum Beispiel auf der Rose möchte ich eigentlich gerne noch eine Steinhaut drauf haben. Ja, ich weiß nicht, Gargoyle kann man eigentlich erstmal so lassen. Flat würde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt so vorziehen, um zu ändern. Hier natürlich Erquicken brauche ein paar, Fünfer Erquicken. Das wäre ziemlich nice. Hier vielleicht noch eine Streuung mit drauf. Hier nochmal ein Kriegsgott oder Bollwerk. Lili, okay, kann man erstmal so lassen. Hier natürlich ein Erquicken wäre auch richtig nice. Orksbane, genau, Candy Cane, da kann man natürlich auch ein Erquicken aufspielen. Gut, aber auch generell für die neuen Helden, die wir hier hinten haben. Da haben wir nämlich unter anderem den Mino. Genau, den hat er sich nämlich heute freigeschaltet mit den paar Gems, die er gekauft hat. Und ja, da wollen wir natürlich auch ein... Ja, natürlich mindestens einen 5er Kriegsgott rausziehen. Wenn nicht sogar noch ein besseres. Dann haben wir noch einen SK rumzufliegen. Okay, Michael. Ja, gut, Anubis natürlich auch noch. Okay. Ja, Rockno kann man eigentlich erstmal so lassen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an. Wir rollen auf dem Anubis, würde ich sagen. Erst einmal die Karten und danach halt die Gems. Mal sehen, was hier kommt. Holy shit, der erste Roll, gleich meine 5er Streuung. Da muss ich gleich mal nachfragen, wo das rauf soll. auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich frage mal kurz nach. So, ich habe jetzt mal kurz nachgefragt und er möchte es auf jeden Fall ganz gerne auf dem Phantomkönig haben. Ich weiß gar nicht, wo sein Hauptphantomkönig ist. Der ist auf jeden Fall auf Evo, okay. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Den, ja, das packen wir einfach mal mit drauf. Haben nochmal 20 Macht dazu gewonnen und ja, ich würde sagen, wir rollen auch direkt mal weiter auf dem Anubis. Mal sehen. So, oder natürlich, wir können auch mal auf dem Mino einfach rollen. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar noch einen Kriegsgott. Okay. Finde ich jetzt sogar schon besser. Auf jeden Fall erstmal rauf machen. Vierer verlangsamen. Okay. Du hast gesagt, du willst auf jeden Fall verlangsamen auf deinem Druiden drauf haben. Der hat jetzt einen Bersi drauf. Ein Siebener. Okay. Das würde natürlich richtig wehtun. Ja, wo kann man es denn sonst draufpacken? Ja, sonst kann man es eigentlich nicht so gut verwenden. Also ich würde auf jeden Fall erstmal warten, bis du dann 5er bekommst und dann erst auf den Druiden draufpacken. Vorher würde ich das dein Bärs ja auf jeden Fall nicht kaputt machen wollen. Aber wo kann man dann trotzdem, dann kann man eigentlich auf der Lady Boom kann das eigentlich auch ganz gut spielen, finde ich. Ach du Scheiße, ach ja, stimmt, du hast ja einen Champion mitten. Mit einem guten Erquicken, okay. Warte mal, hast du hier bestimmt noch irgendwie Machtpush, Ninjas? Ja, hast du. Okay, die haben aber schon 5er Talente. Dann nimmst du auf jeden Fall den Phantomkönig einfach. So. Fertig. So, dann haben wir noch ein Verbrennen. Okay, jetzt kommt erstmal nur Querb. Ein Bersi. Das braucht man nicht unbedingt. Du hast ja hier, glaube ich, ein PT mit einem Bersi. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Jo. Gut, dann brauchen wir da auch nichts weitermachen. Hier könnte man eigentlich auch mal irgendwas nochmal ändern. Also ein Erquicken, ein Zweier bringt eigentlich nicht ganz so viel. Aber ja gut, das kann man damit drauf lassen. Ja, ein Vierer Bersi, das braucht man nicht so unbedingt eigentlich. Auch zum Machtpushen nicht mehr geeignet auf dem Account. Hier sind schon viele. Warte mal doch, hier nehmen wir hier den Eros einfach. Gut, dann gehen wir wieder auf den Mino, um unser Kriegsgott noch abzuholen. Oh, jetzt kommt wieder ein Vierer, ne? Ich brauche 5er Talente, Leute. 5er Talente. Wollen wir einen schnellen Orksbane machen? Komm, wir machen schnell einen Orksbane.
Den kannst du dann auf jeden Fall in der Arena mit einsetzen. So, dann haben wir hier einen 5er Quicken. Holy shit. Oh Mann, okay, da muss ich auch nochmal kurz nachfragen. Ja, ich habe jetzt nochmal mit dem Accountbesitzer gesprochen und er wollte es zu 100% auf der Medusa haben, das 5er Quicken. Und ja, dann würde ich sagen, erfüllen wir ihm auf jeden Fall den Wunsch und sagen herzlichen Glückwunsch zum 5er Quicken auf der Medusa. So, aber wir haben immer noch keinen Kriegsgott für unseren Mino. Wir haben noch nicht mal die Karten zu Ende und haben schon zwei richtig nice Talente rausgezogen. Alter Schwede. So, dann haben wir hier noch ein Dreier Leuchten. Okay, kann man eigentlich ganz gut noch verwenden. Ich würde dir empfehlen, ja komm, wir packen es auf den Michael rauf. Dann kannst du ihn noch mal ein bisschen hochziehen, wenn jetzt kein Talent kommen sollte. So, aber wir kriegen jetzt sowieso noch mal ein 5er Erquicken vielleicht. Ist ja richtig nice. 2er Erquicken leider nur. Okay, 2er können wir nicht ganz so viel mit anfangen. Gut, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal an die Gems. Ein 4er Erquicken. Oh nein. Okay, da muss ich auch noch mal kurz nachfragen. Gut, und das 4er Erquicken, das werden wir hier mal auf die Kürbishexe raufpacken. Hier ist es auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Hat zwar jetzt ein 5er Talent, aber Himmelzorn brauchst du sowieso nicht, weil die sowieso eigentlich nicht angegriffen werden soll. Gut, dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch dafür, dass jetzt eine Kürbishexe ein 4er Quicken hat. So, aber wir wollen immer noch einen Kriegsgott für unseren Mino haben. So, Mensch, jetzt komm doch mal hier irgendwie mal ein Bollwerk oder Kriegsgott. Sowas hier wäre richtig nice. Komm schon. Ja, Dreier-Talente kann man nicht so gut verwenden auf dem Account hier. Komm schon. Komm schon. Oh Mann, ey. Komm schon. Vierer verlangsamen schon wieder. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns einfach jetzt mal noch direkt die Eier an, weil da haben wir auch noch ein paar Eventversuche. Und ja, mal sehen. Vielleicht bekommen wir da ja sogar ein Ele mit raus, was natürlich richtig nice wäre. Alter, ein Ele würde einfach rauskommen. Okay, 11 Versuche haben wir in diesem Falle und ich würde sagen, wir schauen uns den linken an. Der sieht schon so, der sieht schon so aus, als ob da ein legendäres Pet-Ei drin ist. Oh Mann, ey, ich habe schon gedacht, legendärer Elektriker oder so. Komm schon, da sind legendäre Typen drin. Na los, 300 Ele. Alter, der bringt's richtig, der Linke. Jetzt geht's los. Oh, jetzt hat er sich so gedacht. Ne, jetzt habe ich zwei gute gebracht. Talent Hero Karte. Perfekt. Okay. Gut, dann haben wir auf jeden Fall hier nochmal 5000 Ruhmpunkte drin. Okay, also die Eventversuche haben sie ein bisschen besser gemacht von den Ruhmpunkten her. Auch wenn natürlich Ruhmpunkte immer noch richtig schlecht sind. 100 Edelsteine kommen hier nochmal raus. Komm schon, 150 Splitter. Ein Drache wird auch wohl dabei sein. Und 1200 Ruhmpunkte. 3 Versuche haben wir noch. Den in der Mitte haben wir noch gar nicht gehabt. Aber ich würde sagen, den machen wir zuletzt einfach mal auf. 1200 Ruhmpunkte, den ganz rechten und danach einfach den in der Mitte. Und der bringt uns nochmal, ja, weiß ich nicht, irgendwas Gutes. Und 300 Edel. Na, ist immerhin was Gutes gewesen. Okay, gut. Halt nochmal ein bisschen Zeug rausgekommen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch direkt mal weiter. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach einem Kriegsgott für den Mino, damit man einfach mal in den Dungeons weiterkommt. So, 4er verlangsamen, ja, brauchst du auf dem Account nicht. So, ein 1er quicken, okay, ein 1er Lebensentzug, okay, jetzt kommen erstmal nur ein paar 1er, jetzt kommt ein 5er Wiederbeleben. Braucht man eigentlich nicht so unbedingt auf dem Helden, aber ich gucke hier trotzdem mal durch. Weil der Gargoyle, der hat ja bei dir schon einen 5er. Kann man theoretisch auch auf dem Flat spielen? Nee, spielt man eigentlich nicht auf dem Flat. Das kommt auch nicht in Frage. Das kommt auch alles nicht in Frage. Das macht alles keinen Sinn. So. Ja, kann man ja auch auf den Drag-Axe raufpacken. Also wiederbeleben. Ja. Braucht man eigentlich nicht so wirklich auf dem Account, aber ich guck trotzdem mal durch. Kann man theoretisch auch auf Lady Boom mitspielen, weil ja, von den Runen, da kriegst du eigentlich relativ schnell ein 2er-Erquicken-Set zusammen und ja, dann hat sie wenigstens ein 5er-Talent. So nach dem Motto. Aber ich schaue trotzdem nochmal kurz weiter.
Ja, wo kann man das mit draufpacken? Auf dem Baum kann man das theoretisch auch ganz gut spielen. Ich guck mal ganz kurz. Wo ist denn dein Hauptbaum? Dann packe ich das einfach mal auf deinen Baum, weil das ist nämlich eigentlich das zweitbeste Talent auf dem Baum. Achso, du hast hier schon einen Baum mit einem Erquicken. Erquicken, sage ich schon. Vierer Wiederbeleben. Dann packen wir das, wie gesagt, ja, packen wir es auf den Baum mit drauf. Ist ja dein Hauptbaum hier, ne? Ja, ist dein Hauptbaum. Gut, dann packen wir es da einfach mit drauf. Gut, dann machen wir auf jeden Fall nichts falsch. Jo, dann schauen wir mal hier kurz nochmal bei dem Mino. Oder ich glaube, der Anubis muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen liefern. So, ein Einser selbst zerstören. Ja gut, das brauchen wir nicht unbedingt. Okay, vierer Schwächen. Das brauchen wir nicht. Also, da soll eigentlich kein Held auf dem Account sprinten. Ja, jetzt haben wir bloß noch 5000 Gems übrig. Und es kommt nochmal ein Fünfer Quicken. Nochmal ein Fünfer Quicken. Alter Schwede. Holy shit. Oh Mann, ey. Warte, ich muss nochmal kurz den Accountbesitzer fragen. Ja, ich habe mit dem Accountbesitzer nochmal ein bisschen geschrieben. Er hat zuerst gesagt auf Eros, aber ich habe ihm jetzt empfohlen, das erstmal auf Michael raufzupacken, weil der Michael hat halt noch kein gutes Talent erstens und zweitens kann man den Michael so ziemlich gut im GK einsetzen. Und ja, wie gesagt, ein 5er Erquicken-Set bekommst du auch gar nicht so schnell zusammen, sonst würde man das auf Michael so spielen. Aber wie gesagt, wir packen das Erquicken, 5er Erquicken auf jeden Fall auf den Michael mit drauf. Weil der Eros, der hat ja ein 4er Erquicken, reicht erstmal, sage ich mal so. Ja, kann man irgendwann mal überlegen, ob man das nochmal ersetzt. Aber ich würde schon sagen, dass der Michael mit einem 5er Erquicken deinen Account um einiges nach vorne bringt. Hätte ich auch auf jeden Fall auch gerne auf meinem Account so ein 5er Erquicken, Michael. Schon nice. Aber machen wir erstmal darauf. So, perfekt. Sieht doch richtig gut aus. So, ja, dann haben wir jetzt hier wenigstens einen von den neuen Helden, der mal ein gutes Talent bekommen hat. Jetzt braucht bloß noch der Anubis halt einen Kriegsgott. Fünfer TT. Oh Mann, ey. Fünfer TT kann man hier, glaube ich, auch nicht sinnvoll so wirklich einsetzen. Ich guck mal kurz. Der SK hat schon. Kommt nicht in Frage, die ganzen Helden. Kommt auch nicht in Frage. Nee, das ist alles Quatsch. Das braucht man nicht. So, auf dem Beastmeister hast du schon einen tödlichen Treffer drauf. Tja. Der Kalypso könnte man theoretisch auch einen tödlichen Treffer drauf spielen. Macht auf jeden Fall erstmal so Sinn, wenn du noch keinen schweren Schlag hast. Kannst ja dann nachher auch ersetzen, wenn du schweren Schlag haben solltest, aber erstmal tödlichen Treffer für Damage-Optimierung beim World Boss ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Machen wir da erstmal mit drauf. Ja, der Anubis, der hat irgendwie nicht ganz so geliefert. Dann schauen wir nochmal beim Mino vorbei. Okay, jetzt kommt ein Top-Talent für einen für Michael. Oh Mann, ey. Warte mal, und der hat schon. Holy shit, okay. Also 5er Hartnäckigkeit wird eigentlich auf deinem Account nicht benötigt. Das ist schon ganz schön traurig. Ja, 5er Hartnäckigkeit. Hast du irgendwie auf jedem Helden drauf auf deinem Account? Oh Mann, ey. Warte mal. Ich glaube, da muss ich auch noch mal kurz nachfragen. Oh Mann, ich bin gleich wieder da. Ja, wir machen die Hartnäckigkeit auf jeden Fall erstmal auf den Anubis drauf, weil ja, da ist halt leider noch kein Kriegsgott gekommen. Und ja, Hartnäckigkeit ist auf jeden Fall kein schlechtes Talent auf ihm. Gut, dann haben wir die hier schon mal abgehakt, aber wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall noch für den Mino noch irgendwie einen Kriegsgott haben. Ganz gerne, aber ich glaube, da wird nichts mehr kommen. Also Vierer Himmelzorn, das brauchst du auf jeden Fall nicht auf deinem Account. So, wie viel Gems haben wir denn da noch? Okay. Gut, ich glaube, wir haben ja hier noch eine Talent-Rührkarte bekommen. Genau, die können wir auf jeden Fall noch aufmachen. Warte, wo ist das? Wo ist dein Heldenaltar? Da oben. Okay. So, jetzt gehen wir nochmal kurz auf den, weiß ich nicht, auf die Athene, würde ich sagen. Und da holen wir nochmal ein richtig nices Talent. Bam. Ein Einser leuchten. Okay.
Gut, gut, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Wertung da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.